Und hier steht Dominik Paris, liebe Zuschauer, der dieses Rennen eröffnen wird. Wunderbare Atmosphäre, tolle Traumkulisse. Hervorragend präpariert das Ganze in den vergangenen Tagen, was die Schweizer hier geleistet haben. Sie sehen die Bilder aus dem Helikopter, aus dem oberen Streckenabschnitt, dem sich Paris momentan befindet. Und dann in der nächsten Zeit sich so Richtung Hutschow bewegen wird. Geschwindigkeit aufnehmen, das ist das Wichtigste hier. Er hat ein super Training ab dem Kombinationsstart geliefert, Dominik Paris. Da geht's vorbei. Eiger, Mönch, Jungfrau und jetzt kommt der Hundschopf. Er muss schauen, dass er die Linie richtig packt. Ein bisschen weit hinter abgesessen. Satz nicht ganz so weit wie gestern im Kombinationsabfahrtsrennen. Minschkante spät umgelegt. Eine etwas andere Linie, als er zuvor hier schon gefahren ist. Dominik Paris ist ein bisschen tief gewesen. Wir werden andere Linien sehen. Kernenes spät umgelegt. Auch das nicht ganz ideal. Es ist ihm nie so richtig geglückt, dieses Kernenes. Er hat es schon viel, viel besser gefahren, auch an den vergangenen Tagen. Und Dominik Paris hat einmal mehr Probleme im Kernenes. Es ist wie verhext bei ihm. Darf denn das wahr sein? So viel versucht im Sommer. Er ist in einer fantastischen Form, der Sieger von Bormio. Und der will unbedingt hier auch mal aufs Podest. Der war noch nie besser als Vierter in Wengen. Das ist eine Riesenherausforderung. Aber so wie er das Kernenes gefahren hat, kann das meines Erachtens nicht funktionieren heute. Hanek-Schuss. 141. Auch das noch nicht der Top-Speed. Silberhornsprung. Etwas abgetragen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Österreicher Loch, du ein bisschen weiter nach rechts gesetzt. Da ist Küng gestürzt, der Schweizer, der heute nicht fahren kann. Und jetzt das Ziel ist extrem vereist. Er ist so in etwa an der Trainingsbestzeit von Voigt dran aus dem ersten Training. 2:29,46 von Voigt. Das hat er nicht ganz geschafft. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es hier noch andere, noch schnellere Zeiten geben wird. Was macht Carlo Janka, der Schweizer? Das ist die große Frage. Sieger 2010. Oben hinter Paris. Sie hören die Zuschauer. Ich weise Sie jetzt gleich noch mal darauf hin, darauf zu achten, wenn er über den Hundschopf geht, was für eine Welle, weiter Satz der Begeisterung ihn erfassen wird, den Carlo Janka. Bisschen aufgeholt. Was macht er hier? Er ist höher dran. Schau sie links. Das ist die schwarze Wand, wie sie die Schweizer nennen, hier gegenüber vom Hundschopf. Fantastische Atmosphäre. Fährt ganz weit raus. Bisschen später umgelegt. Einfach in dieses Kernenes. Auch das extrem vereist. Was ist mit der Ausfahrtgeschwindigkeit? Ja, da haben wir die Geschwindigkeit leider nicht eingeblendet, ausgerechnet bei Janka. Aber es hat optisch gut ausgesehen und deswegen ist er auch deutlich schneller als der Kollege Paris zuvor. Jetzt kommen diese langgezogenen Kurven. Gleiterpassage, feinfühlig muss er den Ski setzen, der Carlo Janka, der das Eis so liebt, der Schweizer Iceman. Eingebaut hier im Hanek-Schuss, um das Tempo so ein bisschen rauszunehmen. Halbe Sekunde, er ist enger hier reingezogen als Paris zuvor. Silberhornsprung ein wenig aus der Richtung. Also das war mir ein bisschen zu hart von Janka. Da ist Paris gut unterwegs gewesen. Enger hier.
Inici leicht angehoben. Extrem viel Druck am Außenski von Jankard. Jetzt kommt er unten und es nicht schafft. Ja, er war ein wenig zögerlich. Ein wenig zögerlich. Und in Ziel ist jetzt noch nicht vorne. Sind Kleinigkeiten. Er ist viel weiter gesprungen als Karel Paris. Es geht um die 50 Meter weit. Sie sehen die Favoriten eingeblendet. Der nächste kommt gleich mit Zwindal. Dann Voits, auf den alle schauen. Was macht Reichelt? Franz, Innerhofer, Kavietzel und natürlich Beppi Ferstl mit der Startnummer 20. Er ist der Olympiasieger, Axel Lundzwindal. Nicht zurechtgekommen im Training. Aber Swinder kann zusetzen wie kein Zweiter. Der bärenstarke Mann aus Norwegen. Oh, dann hat er ein bisschen verpasst den Absprung da oben. Was hat er denn da gemacht, das Windal? Fast zweimal gesprungen, in ganz andere Variante. Hier sehr hoch, sehr früh dran. Das hat er total verpatzt im Training. Viel, viel bessere Linie von Zwindal, der sofort wieder in Position war. Hohe Einfahrtgeschwindigkeit, wartet. Auch ein bisschen lange gewartet, Ausfahrt nicht ganz ideal. Es ist deutlich glatter als noch an den vergangenen Tagen. Da oben dieses Kernen, das ehemalige Brückli. Zwindals Material passt, das weiß man. Aus vielen, vielen Rennen. Bisschen kann er durchatmen. 1,40. Er hat noch 50 Sekunden vor sich. Der Axel Lundzwindal, längste Abfahrt der Welt. 4,5 Kilometer lang. Auch eher etwas aus der Richtung, aber toll in der Position. Nicht die allerhöchste Geschwindigkeit, aber Zwindal haut eine raus. Wenn er das unten hält, ist auf alle Fälle dabei. Sehr eng am Silberhornsprung. Oh, da hat er ein bisschen fast die Kontrolle verloren. Zwindal fast verschnitten. Kurz vor dem Österreicher noch. Was ist da passiert? Auch hier ganz spät gewechselt. Zwindal, andere Linie als im Training gewählt von Zwindal. Und er ist vorne. Superzeit. Super Zeit von Zwindal, das ist eine starke Leistung. Komplett andere Linie als im Training. Zwindal hat gepokert. Der Norweger hier, der hatte sich fast vertan am Hundschopf. Einmal, muss noch mal springen. Das war ja gar nichts, weil wir uns ein Hupferchen von Zwindal. Im Vergleich zu Jankard zuvor, da kommt er noch mal auf und dann hebt er noch mal ab. Das ist komplett irre. Was für ein Fight, jetzt schon. Zwindal für Paris Jankard. Und Thillot, der Franzose, ist der Nächste. Viel kommt oben auf die Gleitfähigkeit, noch aufs Material drauf, wann auch bei Thillot, das ist nicht sein Ding. Rätselt noch so ein wenig. Außenski geht ein bisschen weg, das hat er besser erwischt als Zwindal. Wunschkante, weiter Satz. Zwindal war da schon 10, 15 Meter zuvor in Position. Und jetzt hier aufgepasst, das ist eine Passage, es ist extrem glatt hier geworden. Schaut sie nur auf die Ski, wie die watteln. Ausfahrtsgeschwindigkeit ist gut. Jetzt haben wir die Geschwindigkeitsmessung wieder. Das hat gepasst. Auch deshalb verliert er nichts mehr auf den Norweger. Aber dieses ganz Weiche, dieses Feinfühlige, diese Inkarnation der Geschmeidigkeit, die er da auspacken muss, das ist ihm im Training nicht gelungen. Adrien Theo. Und nach ihm Voits. Auch hier etwas weit. Ja.
das die Richtung, hat allerdings auch etwas in die Linie investiert. Zu viel zieht sich durch wie ein roter Faden, auch bei ihm. Einmal in der Kombination hier auf dem Podest gestanden, noch nie bei der Spezialabfahrt. Auch heute wird es nichts damit für Adrian Theo, aufgepasst. 1,29, also Swindal ist stark. Ach, das ist das alte Leid bei Adrian Theo. Es ist einfach ein Drama bei ihm und Wengen. Es wird keine Liebesbeziehung mehr. Noch nicht, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Und die Zuschauer sind jetzt da, liebe Skisportfreunde. Sie freuen sich jetzt auf Beat Feutz, auf den sympathischen Schweizer. Die ganze Nation, wir haben es ja gehört vorhin, schaut auf ihn. 80% Marktanteil und sie wollen Feutz siegen sehen. Genau das ist sein Ding. Andere zittern ein wenig, sagen, oh, mit dem Druck, da komme ich nicht zurecht. Er hat noch heute nach der Besichtigung gesagt, ich mag es einfach unter Druck zu stehen. Zweifacher Sieger, 2012 und im vergangenen Jahr. Damals mit der 1. Er hat sich für die 5 entschieden, er durfte als erster die Nummer ziehen. Ja, hier besser als Swindal. Rückstand oben ist relativ groß. Sprung viel weiter, viel kompakter auch als der von Swindal. Es muss ein bisschen rankommen. Genau so ist es. Das ist ihm im Training fantastisch gelungen, auch heute wieder. Lehnt sich extrem gegen dieses nach links abfallende Gelände. Ganz weit raus. Macht ein bisschen früher auf als Swindal. Ganz leicht nachkorrigieren müssen. Deswegen ist die Ausfahrtsgeschwindigkeit nicht ganz so hoch. Beispielsweise wie die von Theo oder auch von Janka. Aber jetzt kommt sein Ding. Langen Dreien. Ganz flach den Ski hinlegen. Es darf nicht sehr viel aufstauben. Das ist eine Spezialität vom Feutz. Die Weichheit in Person, der Mann aus dem Emmental. Super. Auch hier. Ganz eng. Linie passt fantastisch. Und schon ist er dran an Swindal. Topspeed. Feutz kommt. Der Mr. Pokerface. Der Kugelblitz. Auch hier. Er hat nicht aufgemacht. Überhaupt nicht nachjustiert. Wie aus einem Guss der Feutz. Unglaublich laut hier im Ziel mittlerweile. Die Schweizer sind aufgesprungen. Feutz kommt. Feutz drückt noch ganz kurz nur. Ganz andere Linie als Swindal. Der einbeinige Feutz führt. Ein verrückter Vogel. Das ist wow, 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 wow. Was er hier gezeigt hat. Es ist unbeschreiblich. Er fährt um seinen dritten Erfolg hier. Das ist sein Trainer, das ist Tom Stauffer. Der weiß natürlich auch, er hat einen riesen, riesen Sprung da vorne schon gemacht. Feutz vor Swindal. Paris auf 3, schon 1,3 Sekunden zurück. Und Reichelt ist der Nächste, der Mann, der hier auch schon gewonnen hat 2015. Und viermal zu dem auf dem Podest stand. 38-jährige Routinier aus Österreich, aufgepasst. Bisschen Rücklage, Minschkante. Ganz anders von der Körperposition her, Feutz auch als Swindal zuvor. Jetzt muss er alles in die Waagschale werfen, was er hat. Oh, das war spät. Komplett verhauen. Komplett verhauen, das Kernen ist. Schade. Und jetzt ist es noch ein langer Weg. Er ärgert sich, er weiß, er hat einen riesen Fehler gemacht. Hannes Reichelt. Fünfmal hier bei der Abfahrt auf dem Podest gestanden.
auch hier sehr schön zu sehen aus der Hubschrauberperspektive, wie intensiv es aufstaubt im Vergleich zu Voits zuvor. Material ist gut bei Reichelt. War auch im Training schon so. Österreicher noch kein Problem. Anfahrt. Es schlägt auch hier gewaltig. Sie fahren nicht ganz so weit raus ans Netz wie in den Jahren zuvor. Das unten kein Problem. Aber der Rückstand 1,3 Sekunden. Also kam nichts mehr hinzu. Er hat aber auch nichts mehr aufholen können im Vergleich zu Beat Voits. Da haben wir ihn. Swindal auf 2. Bis jetzt der Zwischenstand wie im vergangenen Jahr. Voits, Swindal, Meier, Reichelt letztes Jahr Vierter. Und Dresen, Thomas Dresen im vergangenen Jahr Fünfter. Dieses Jahr kann er ja leider aufgrund der Kreuzbandverletzung nicht dabei sein. Was macht Vince Kriechmeier? Das ist die große, große Unbekannte bei den Österreichern. Die Franz noch haben, die Meier noch haben. Und Kriechmeier, der schnellste gestern der Kombinationsabfahrt. Das war ein richtig gutes, dickes, fettes Ausrufezeichen. Und auch heute ist er oben dabei. Schon ein erstes Indiz, dass das Material passt. Sprung hier gut. Er hat einen kleinen Gegenschwung einlegen müssen. Minimal andere Linienwahl von Kriechmeier. Ist ja etwas tief gewesen, aber ist natürlich auf einmal sehr ruhig geworden, weil man dieses grüne Lämpchen da hat aufblinken sehen. Ganz tiefe Position, ein bisschen breitbeinig, wäre fast gegens Netz gefahren. Kriechmeier. Super die Ausfahrtgeschwindigkeit, er hat den Ski fantastisch da plan hingelegt. Ganz stark. Und der hat Nerven wie Drahtseile offensichtlich. Im Wohnzimmer von Voits. Fehlerfreie, fast fehlerfreie Fahrt bislang von Kriechmeier. Sehr eng. Auch hier früh in Position, hat ein bisschen mehr investiert. Clever. Sprung geht weit. Nicht ganz den Top-Speed, aber wenn er weiter so fährt wie bisher, dann ist er mit vorne dabei. Vielleicht sogar ganz vorne. Österreicher haben ja alle Rennen bislang bei den Herren in diesem Jahr gewonnen. 5 Herrenrennen, 5 Siege für Österreich. Aber er hat wieder 3/10 verloren jetzt. Ein kleiner Fehler reicht. Früher aufgemacht als Voits. Er legt ein bisschen früher um, lehnt sich auch extrem nach innen, springt dadurch weiter nach außen und dann reicht's. Es reicht für Kriechmeier. Was für ein Ding. Also das ist jetzt natürlich eine Riesenansage von Kriechmeier, schneller zu sein als Voits. 1400. Andi Puelacher, der Cheftrainer der Österreicher. Was ist da los bei Rot-Weiß-Rot in dieser Saison, liebe Zuschauer? Es ist die 6. Möglichkeit, hier zu gewinnen. Für die Skination Nummer 1. Aber ein paar Schweizer kommen ja auch noch. Unter anderem Gavietzel dann später. Jetzt zunächst Gilles Ruller. Ein bisschen ruhiger jetzt hier bei uns im Zielraum. Ja, der hat einen sehr weiten Satz gemacht, musste extrem korrigieren. Auch hier an der Linkskante. Canadian Corner. Sehr früh aufgemacht. Superlinie.
fehlt noch ein wenig die Power dem Gilles Rollin, der deutlich weniger Gewicht auf die Waage bringt als die Konkurrenten. Problem gerade in diesen Streckenabschnitten. Flachländer aus Zürich. Gilles Rollin noch nicht so richtig auf Touren gekommen in diesem Winter. Und deswegen auch keiner, der zum Favoritenkreis, nicht einmal zum erweiterten Favoritenkreis hier in Wengen zu zählen ist. Besser als im Training. Hat er sich gesteigert, Gilles Rollin. Das ist eine gute Vorstellung von ihm. Er ist ein bisschen schneller als Paris, er ist etwas schneller als Reichelt. Also das ist doch eine klasse Leistung. Er freut sich auch völlig zu Recht. Jacker lässt er hinter sich, der 24-Jährige. Also ein richtig, richtig guter Tag bei Traumwetter. Und wie er das Kernen es gefahren ist, das war allererste Sache. Sehr viel Gefühl. Kriegt Eier. Noch ein und Markus Eicher, der österreichische Pressebetreuer, hat wieder viel Arbeit. Gestern schon ja der Sieger der Kombination, Marco Schwarz. Der nächste ist Max Franz. Gleiches Material wie Kriechmeier. Oben dabei. Auch das gut. Sehr gut auch von der Richtung. Hat da kurz vor der Minschkante so einen leichten Quersteher gehabt. Hier kommt er dafür etwas höher raus. Alles noch möglich. Für Franz. Auch nicht ideal. Sehr weit in den Gegenhang hineingefahren. Aber er hat den Ski nicht zu sehr, zu hart auf die Kante gestellt. Das war eine gute Idee von Franz. Leicht schwimmt der Ski da ein, zweimal. Sieger von Lake Louise übrigens. Zweiter war er in Gröden hinter Kilde. So ruhig im Oberkörper wie Kriechmeier. Aber das ist halt sein Naturell, sein Temperament. Max Franz ja früher häufig ausgeschieden, viele Fehler gemacht. Er ist deutlich ruhiger geworden in den vergangenen Jahren. Weiter Sprung, aber extrem aus der Richtung. Sechs Zehntel kann er unten normalerweise nicht mehr aufholen, aber eine gute Fahrt. Er hat ihn früher angedreht. Oh, der dürfte Punkt komplett verpasst. Den Schwungansatz. Es ist eine dieser kleinen Bodenwellen, die bei diesem Lichtschattenspiel kaum zu sehen sind. Hier versucht er ihn anzurutschen. Achtung, der Außenski geht weg. Verschneidet. Versucht das sehr gefühlvoll zu lösen. Zunächst einmal über den Innenski, dann einen kleinen Schlag erwischt. Und dann geht es aber Gott sei Dank Ski voran hier. Die Garage hinein. Ha! Scheiße! So, Franz mittlerweile wieder im Ziel. Rennen unterbrochen, es muss jetzt schnell unten das korrigiert werden. Ich habe ihn gerade noch gelobt, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber das war wieder so ein typischer Franz-Fehler. Also das ist ihm halt häufig zuvor auch schon passiert. Gut unterwegs gewesen. Um Platz 3 gefahren. Das ist noch ein langer Rennen.
Ja, das Scheiße ist, das ist nicht gegangen. Ja, aber du hast beim Münchkanten-Arschschleifen gehabt. Schon, oder? Mal an die Burlacher, der natürlich das Gespräch da unten als Kriechmeier eben sagt, dass er bei der Minschkante auch schon ein bisschen Glück gehabt hat. Nicht verfolgen kann. Ah, das ist sinnlos. Bei Franz Fabrikens die erste Frage an Kriechmeier, wie die Zwischenzeit war. So, wir gehen mal runter, liebe Zuschauer. Franz, geht's gut? Und wir wollen mal wissen, was ist mit der Gefühlslage bei Dominik Paris. Julia. Ja, der steht bei uns, ist momentan auf Rang 5 und ja, der Sieger von Bormio musste als erster raus heute, Dominik Paris. Ganz so gut lief es nicht, wie quasi zu Hause beim Rennen. Was würden Sie anders machen, wenn Sie nochmal fahren könnten? Ja, nein, ich war eigentlich ganz gut unterwegs. Scheint so, dass es ein bisschen schneller wird, aber hier ans Brückli ist, habe ich nicht so gut erwischt. Und da können wir gerne auch noch mal reinschauen, das haben wir vorliegen und dann schauen wir es uns zusammen an. Maria hat auch schon gesehen, dass da eine andere Linie auch möglich gewesen wäre, wenn uns die Kollegen das einmal einspielen. Sehen wir es jetzt vielleicht einmal, die eigene Einschätzung? Ja, ich war ziemlich schnell und dann ein bisschen zu früh angefangen. Und dann war ich jetzt eigentlich beim Tor und dann war ich spitz mit dem Auto rausfahren. Das war nicht gut, ideal. Maria, war dir auch sofort klar, dass das einfach viel gekostet hat? Ja, das sieht man ja auch an den Geschwindigkeiten. Er verliert da einfach in den beiden Kurven wahnsinnig viel Geschwindigkeit, weil er bei der Einfahrt den Schwung anstellt und dann die Ausfahrt auch dementsprechend nicht mehr passt. Ansonsten waren wieder mal gute Passagen dabei. Es gibt es einfach, ich weiß das aus meiner eigenen Karriere noch, es gibt so Strecken, wo es einfach nicht so flutscht, ja, wo irgendwie immer ein Fehler mit dabei ist und wo man nie so richtig Freundschaft damit schließt. Bei so einer langen Strecke wirkt sich das dann natürlich extrem auch aus. Aber wie war es denn eben mit der Startnummer 1 und mit dem Schnee? Ist es möglicherweise jetzt später dann besser? Ja, das haben wir noch gesehen, dass sie alle ein bisschen schneller sind. Vielleicht war es nicht so eine gute Idee, ganz vorne zu nehmen. Aber ich denke, letztes Jahr hat es auch geklappt und heute war es ziemlich trocken, der Schnee ist auch trocken. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser, aber doch, man muss erst ins Ziel kommen. Und es war ja auch keine schlechte Fahrt jetzt, also heute reicht es halt fürs Stocker nicht, aber man muss erst mal runterkommen. Wie lange braucht man eigentlich, bis man sich da erholt hat? Weil das ist die längste Strecke, es sind alle richtig fertig hier. Wie lange braucht man das? Ich denke, morgen ist Sonntag, Schlamm und Slalom und dann passt schon wieder. Okay, dann schauen wir, jetzt geht's auch weiter mit dem Rennen und Bernd Schmelzer. Ja, Steven Nyman steht oben. Der US-Amerikaner. Und vielleicht ist es ja doch bei diesem Pokerspiel um eine frühe Nummer. Es gab nicht wenige, die gesagt haben, das Rennen könnte bei der Nummer 10 schon zu Ende sein. Doch nicht ganz so aufgegangen, wie gedacht. Voits im vergangenen Jahr mit der 1 auf 1. Swindal hatte die 3. Nyman ein starker Gleiter. Aber vor allen Dingen auf Bennett wird man achten müssen bei den US-Amerikanern. Startnummer 18, den man dann später noch sehen wird. Erste Zwischenzeit bestätigt die Prognosen. Wird es vielleicht doch? Oh, ja, der leichte Vertreter, Steven Nyman, ein bisschen schneller. Jetzt fehlt ihm das Tempo. 26 Meter, das ist ein Hopser. Schon ist der Vorsprung weg. Oh, dann fällt er mir fast noch über den Innenski hier. Im Canadian Corner, das ist der Canadian Corner, nicht der American. Ah, da sind jetzt doch zwei, drei Unsicherheiten dabei gewesen bei Nyman. Ausfahrtgeschwindigkeit im Bereich von Dominik Paris. Unterschätzen sollten wir ihn auf keinen Fall, denn gerade in diesen langgezogenen Kurven kann er einiges herausfahren. Mal nachdrücken müssen, nicht ganz ideal. Ganz toller oberer Teil von Nyman. Oh, und jetzt fällt er, das ist doch wie verhext hier mit ihm. Ein leichter Verschlager.
Es waren so viele Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben hier. Aber er zeigt schon an, alles gut. Achtung, was passiert? Lichtschatten. So, und dann verschneidet er einfach. Na! Kriechmeier erschrickt ein ums andere Mal. Nein, man, es ist ihm offensichtlich Gott sei Dank nichts passiert. Er kommt ja auch knapp 2 Jahre ist es her von einer schweren Verletzung zurück. Und das ist ein Sturz bei Tempo 140. Ich will das noch mal in Erinnerung rufen. Kriechmeier führt. Voits, Swindal, Roulin mit einer wirklich starken Vorstellung. Paris, Reichelt, Janka, Sie sehen das. Und Franz und Nyman jetzt hintereinander raus. So, jetzt gibt es eine Präparierungspause. Und auch die Möglichkeit, noch mal einmal hier richtig durchzuschnaufen. Der Drittplatzierte im Kernen-S, Axel Lundswindal. Beat Voits, der für den einen oder anderen schon wieder sichere Sieger aussah. Und dann kam aber noch Kriechmeier hier mit einer Superfahrt. Ganz tolle Vorstellung. Extrem weiter Sprung, extrem spektakulär am Hundschopf. Vince Kriechmeier noch ohne Podest ja in einer Abfahrt in dieser Saison. Das hat sich aufgehoben für den Klassiker-Auftakt. Wengen, Kitzbühel, Garmisch. Das sind die Klassikerwochen, liebe Zuschauer, bei den Abfahrten. Blick in den Startbereich hier hinauf mit diesem wunderbaren Panorama. Maria, Julia, Christoph Innerhofer kommt gleich, den erwarten wir noch. Unten ist es auch schön, aber ein bisschen kälter, oder bei euch? Oder gehen wir gleich zu Jansrud, der schon oben steht. Gehen wir gleich zu Jansrud. Auch einer, dem es hier in Wengen noch nie so richtig aufgegangen ist. Maximal Fünfter in der Spezialabfahrt. Kombination hat er schon gewonnen. Das ist nett, aber das ist nicht das, was er will. Hier der obere Teil. Alles in Position, Tempo aufnehmen, auch in diese Traverse hier hinein. Geschwindigkeiten um 110, 120 km/h. Das passt, er hat keinen Blick für die Jungfrauregion. Ja, hat ein bisschen Tempo verloren da. Sprung auch nur so um die 30 Meter. Aber es hat sehr rund ausgesehen von der Linienwahl. Ähnlich wie Kriechmeier. Er ist an ihm dran. Hat sich hier herangetastet in den vergangenen Tagen. So, jetzt aufgepasst. Kernen S. Einfahrtsgeschwindigkeit nicht ganz so hoch, aber es ist gut auf Zug durchgefahren. Also das ist ihm sehr ordentlich gelungen, dem Schwede Jansrud. Wenn er jetzt unten in diesem Abschnitt ähnlich fährt wie oben, dann hat er sogar noch die Möglichkeit, ein bisschen heranzukommen. Aber er darf sich keinen Fehler leisten. Ganz feinfühlig fahren, auch daran hat er ja gearbeitet, der Jansrud in den vergangenen Jahren. Etwas weiter Weg hier. Sprung deshalb auch nicht ganz so weit und dann läuft die Zeit leider durch für Jansrud. Silberhornsprung sehr gut. Aber es hat ihm auch 4 km/h gefehlt. Leicht ausgerutscht da im Österreicher Loch. Sehr früh aufgemacht. Hier, Achtung. Ja, auch da etwas spät. Er hat sich ein bisschen über den Innenski
gerettet. Er ist da nicht so konsequent durchgefahren, wie das die absolute Top-Gruppe heute getan hat. Verkorkste Fahrt für Jans Rüth. Und wir erinnern uns, oben bei der ersten Zwischenzeit war er der Schnellste, war er 2 Zehntel vorne. Und unten ist er 2,1 Sekunden zurück. Tja, Schulterzucken. Das hat Kriechmeier besonders gemacht. Bis jetzt sind es die wenigsten Fehler, die er eingebaut hat auf dieser Strecke. Brice Roget. Gestürzt im Ziel. Es. Vorsicht, Vorsicht bei ihm. Despektierlich könnte man sagen, auch so eine Art Bruchpilot. Engere Linie. Ganz gut. Versucht in der Luft da schon zu wechseln. Kleinen Gegenschwung eingelegt. Das war jetzt ganz andere Linie von Brice Roget als von den Läufern zuvor. Weiter Satz. Hier geht es unter dem Bandy drunter durch. Auch nur so 2-3 Meter breit. Ganz leicht aufgeholt. Aber das bewegt sich hier im Nuancenbereich bei Brice Roget. Und seine Schlüsselstelle, die kommt hier erst noch. Jetzt drücken wir eben die Daumen, dass hier nichts passiert. Ganz andere Verhältnisse als beim ersten Training hier am Mittwoch. Sehr kalt geworden. Temperaturen minus 10 Grad heute Nacht. Richtig durchgefroren, richtig knackig das Ganze. Spitzengleiter ist er nicht. Hier kein Problem. Handfahrt Ziel ist, er wird etwas weiter raus. So, da ist er jetzt durch. Einmal tief durchgeatmet wahrscheinlich noch der Brice Roget. Und es ist ganz gut gegangen. Für ihn unten 6. Platz. Zeitgleich mit Reichelt. Das nimmt er so mit. Kam hier erst in Bormio zurück nach einer Armverletzung. Der Franzose. Kernen ist nicht schlecht. Und hier hat er sicherlich ein bisschen drüber nachdenken müssen, über das, was ihm im Training widerfahren ist. So, jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommt Matthias Meyer. Schwer gestürzt bei der Kombination. Es ist wieder mal die Hüfte gewesen. Und wir erinnern uns alle an die Olympischen Spiele, liebe Zuschauer. Auch da in der Kombination ganz, ganz schlimm gestürzt. Und kurz darauf Olympiasieger im Super-G. Matthias Meyer packt da wieder einen aus. Die Physiotherapeuten haben ihn rund um die Uhr betreut. Sprung war nicht schlecht, hatte viel Richtung. Auch hier nicht an die Hüfte denken. Ein bisschen tiefer als Kriechmeier. Aber sehr schön auf Zug gewesen. Was macht das Tempo hier? Ja, Tempo passt. Einfahrt. Achtung. Ganz kurzen Druck nur gegeben. Jetzt lädt er sich nach innen, der Meier. Und fährt gegen die Bande. Mensch, Meier, möchte man ihn zurufen. So, der Airbag ist auch, glaube ich, schon aufgegangen. Es ist nichts passiert, aber Meier ohne Worte. Hier, jetzt rutscht er weg. Es ist noch einmal viel, viel glatter geworden als in den vergangenen Tagen. Airbag ist sofort aufgegangen. Der ist kräftig, aber das ist natürlich keine Popeye-Statur bei Meier. Das ist der Airbag. Und da kracht er jetzt richtig rein. So, und da geht der Airbag auf. Tja,
keine Heldensaga bei Meier. Und Kriechmeier, der da unten wirklich interessante Zeiten erlebt. Zwindal momentan Dritter, Feuz auf zwei. Das ist nett, aber er wollte halt auch unbedingt gewinnen. Und Meier nach dem Sturz, nach dem Ausscheiden im Kombinationsslalom gestern Vormittag vielleicht dann doch nicht hundertprozentig fit. Hat lange Diskussionen gegeben, ob man ihn hier starten lassen soll. Er selbst hat dann heute früh nach der Besichtigung gesagt, komm, es geht schon. Auch von den Ärzten her gab es da das grüne Licht und dann hat er es eben versucht. Prominente Ausfallliste. Franz Neimann-Meyer, zwei Österreicher dabei und ein weiterer führt. Nächster ist Benjamin Thompson. Oben sind sie alle noch in Schlagdistanz zu kriegen. Kante und Canadian Corner. Viele seiner Vorgänger, wollte fast schon sagen, Vorfahren sind hier gestürzt. Podborski, Reed. Daher hat dieser Streckenteil auch seinen Namen. Kernen S. Ausfahrtgeschwindigkeit gut. Die Einfahrt, Sie sehen es links, relativ niedrig bei Thompson. Rückstand hält sich noch in Grenzen auf Kriechmeier. Thompson hat eine gute Vorbereitung gemacht, jetzt ein bisschen extrem viel aufgestaubt. Seit langer, langer Zeit wieder mal unverletzt geblieben. Kommt ihm zugute, 18. Geht um den 4. Platz gegen Ruller. Silberhornsprung. Oh, den hat er mal ganz entspannt genommen. Fast überhaupt nicht gesprungen. Benjamin Thompson ist erstes Dark Horse hier. Die Entdeckung dieses Abfahrtsklassikers. Auch das unten sehr gut, sehr konsequent gefahren. Prima. Also eine richtig gute Vorstellung von Thompson. Sechster Platz für ihn, das hat perfekt gepasst. Auch er hat sich noch mal deutlich gesteigert, sein Trainer nicht mehr dabei, sein ehemaliger. Man hat sich zerstritten innerhalb des Teams bei den Kanadiern. Burkhard Schaffer, über Weihnachten musste man ihnen dann sagen, es geht nicht mehr. Und Martin Rufener, der Cheftrainer der Kanadier, der das erzählt hat, hat gesagt, das war eine ganz, ganz bittere Geschichte, den Schaffer da rauszuschmeißen. Aber es ging halt einfach nicht mehr. Rufener ja auch ein gebürtiger Schweizer. Und jetzt kommt Christoph Innerhofer, der Sieger von 2013. War ein bisschen enttäuscht ob seiner Startnummer. Er wäre lieber weiter vorne gefahren. Hundertstel ist gar nicht so viel. Spektakulär, ganz eng da oben. Oh, der Innerhofer. Das ist wieder so eine verrückte Fahrt von ihm. Hoffentlich macht er nicht zu viel, der Innerhofer. Das ist ja immer so ganz extrem an der Grenze. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wartet etwas länger im Kernen-S mit dem Schwungansatz. Für seine Verhältnisse hat er das super erwischt. Das ganz Weiche, das Feinfühlige ist halt nicht sein Ding. Dann kommt er mal so gut durchs Kernen-S durch. Und dann wird es aller Voraussicht nach trotzdem wieder nicht reichen. Obwohl er sich so umgestellt hat in der Vorbereitung mit all dem, was er getan hat. Sehr konsequent.
sehr fleißig, sehr viele Riesenslalom auch, gerade für diese langgezogenen Passagen wichtig. Er verliert nicht mehr hinzu, aber er ist zu weit weg. Das kann auch ein Niederhofer unten nicht holen. Auch hier. So, was macht er jetzt? Zaubert er nochmal? Haben wir ihn schon häufig gesehen. Er hat sich da sehr gegen das Gelände gelehnt. Enge Linie, Tor touchiert. Mal ein bisschen was anderes versucht von Innerhofer. Das ist gut, aber es ist nicht gut genug. Vierter Platz. Ja, er ist zufrieden, weil er natürlich weiß, mit der Nummer, da ist eigentlich ja kaum noch was drin. Trotzdem hat sich gesteigert im Vergleich zum Training. Er ist nicht ganz rangekommen an die Fahrt von 2013. Da sagt er, das war die perfekte Fahrt. Ein bisschen heiß haben sie ihm gemacht damals am Start. Der Kollege Phil, der gesagt hat, oh, ich glaube, deine Freundin trifft sich mit einem anderen. Innerhofer wollte es nicht glauben, ist verbissen gefahren wie selten zuvor. Eine Geschichte, die stimmt. Das Einzige, was falsch war, war das, dass die Freundin sich nie mit einem anderen getroffen hatte. Innerhofer, danach egal, hat er gesagt, Hauptsache, ich habe den Triumph von Dingen. Er hält hier den Geschwindigkeitsrekord. Das ist Joan Clary. Sehr gefühlvoll, sehr geschmeidig, sieht gut aus oben, hat früher gewechselt, ganz hoch dran. Teilzeit, Teilbestzeit hier im Training gefahren, Joan Clary, der 38-jährige Franzose. Oh, auch da einen leichten Rutscher gehabt. Nicht ganz fehlerfrei durchgekommen, Einfahrtgeschwindigkeit relativ niedrig, Ausfahrt passt. Halbe Sekunde, das ist gut für Clary. Großgewachsener Franzose. Geschwindigkeitsrekord hier aus dem Jahr 2013. 162 km/h, 161,9 ganz genau. Nicht ganz getroffen den Schwung. Das war in Ordnung. Clary ist noch dran, vielleicht sogar am Podest. Jetzt muss er alles in Position durchziehen hier. Tiefe Hocke. Lichtschatten, kleines Problem hier, aber nicht allzu groß. Was macht er da unten noch? Zwindal, halbe Sekunde zurück. Kommt er noch an Zwindal ran? Dann muss er jetzt hier eine Zauberlinie fahren. Joan Clary, Außenski geht ein bisschen weg bei Clary. Aber das kostet ihn zu viel Zeit. Immerhin Rang 7. Zweimal Fünfter ja schon in dieser Saison. Ist ihm da unten so ein ganz, ganz klein wenig die Luft ausgegangen. Hey, what's wrong, man? I'm tired, how about you? Me too. Buddy, nice. Good job, man. Ganz nett. Thompson und Kriechmeier. Verstehen sich alle sehr gut. Kilde hat für Späßchen momentan keine Nerven. Kilde ist der Sieger von Gröden. Fünfte Abfahrt in dieser Saison. Es sieht so aus, als gäbe es den fünften Sieger. Fünften unterschiedlichen. Gesäß extrem weit hinten bei Kilde. Unter 30 Meter der Sprung. Oh, da hat er in der Luft komplett gedreht, verdreht. Viel zu weit, viel zu tief auch. Ihn sehr weit runter gedrückt. Sehr geschmeidig, das war super. Einen Fehler hat er auch eingebaut, aber das Kernen, es ist er brillant gefahren.
Topspeed. Kilde. Bringt der das Ganze da unten noch einmal durcheinander? Der bärenstarke Norweger. Vorsicht, er darf nicht zu hart fahren. Ja, staubt schon ein bisschen intensiver auf als bei Griechmeier, auch als bei Voits. Swindal ist Dritter, der Altmeister. Er ist noch dran, Kilde ist dran. 400. Wird das ein Wimpernschlagfinale? Kilde auf 4,5 Kilometern. Es geht um eine Hundertstel Sekunde vielleicht. Er darf keinen Fehler mehr machen. Kilde ist vorne, eine Hundertstel. Griechmeier unten schon gefeiert. Und jetzt kommt der Kilde. Der Hartkraft, der lässt nicht nach, der Kilde unten. Oder macht einen Fehler. Er rutscht ein bisschen weit nach innen. Er muss aufmachen. Kilde schafft nicht. Alles weg im Ziel ist. Griechmeier, der Schlaumeier unten. Und Kilde, der Wilde. Ein bisschen hat er sich da verzockt. Aber dritter Platz ist doch sensationell. Was für ein Spektakel hier. Was für eine Show, die die bieten. Schauen Sie, die Ski sind ja schon Richtung Talstation. Da ist der Kopf noch oben auf dem Eiger fast. Konnte sich überhaupt nicht lösen da von diesem Traumpanorama. Der Kilde und die Ski haben gesagt, komm, interessiert mich doch überhaupt nicht da oben. Alter Mensch, Jungfrau, du musst ins Ziel runter, ins Tal. Da müssen die Ski doch einfach hin sein. Klasse. Und der nächste ist Bennett. Dann Kavietzel. Letzter Trumpf der Schweizer und dann Beppi Ferstl. Ein Mega-Rennen. Auch Bennett ist dran. Gleiches Material, auch das nochmal für Sie zur Information bei Bennett wie beim Führenden, wie Griechmeier. Griechmeier, Voits, Kilde. Also ein bisschen zögerlich hier. Swindal runter. Raus aus den Top 3. Großgewachsene Wals Bennett. Zweimal Vierter schon. Die Amerikaner halten sehr, sehr viel von ihm, weil er gerade in diesen langgezogenen Kurven gute Teilzeiten fahren kann. Hier sehen wir diesen herrlichen Blick, Topspeed von ihm auf die ehemalige Wasserstation, wie es heißt, diese Passage, in der man unter dem Banley drunter durchfährt. Langen Dreien. Sehr tief. Alles in einer sehr guten, sehr tiefen Position. Da habe ich Ihnen nicht so viel versprochen. Ganz leichten Schlag bekommen, Bryce Bennett. Aber unten großartig noch was herausfahren. Das ist kaum möglich gegen Griechmeier. Ja, das Ziel ist, das ist Griechmeier gefahren wie auf Schienen. Vierzehntel. Es geht jetzt gegen Swindal von Bennett. Ganz vorne. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, obwohl er eine wunderbar mutige Linie gezeigt hat. Bryce Bennett. Und er ist Fünfter. Mit der 18 auf 5. Griechmeier hat einmal kurz gezuckt hier. Bennett ist super, super happy. Der Mann aus Squaw Valley. Er ist die große Hoffnung der US-Amerikaner, auch mit Blick auf die WM-Abfahrt im schwedischen Ore. Das könnte sein Ding werden. Und jetzt schauen Sie alle auf Mauro Kavietzel. Er ist stark, er hat Kraft, er hat eine super Saison, vor allen Dingen vom Auftakt her mit dem zweiten Platz in Beaver Creek. Aber der Rücken schmerzt ein bisschen, die wenigsten wissen es. Heute früh hat er erzählt, bei der Liftfahrt oben hat er sich dreimal hinten an die Lände gegriffen, weil er gesagt hat, es tut mir einfach ein bisschen zu sehr weh. Hält er durch? Das ist die Frage. Er darf nicht nur auf seinen Rücken in sich hineinhören, da ist er schon extrem verdreht, sondern er muss die Atmosphäre aufsaugen. Das ist besser als ein ABC-Pflaster.
sehr hohe Einfahrtgeschwindigkeit. Etwas weit in den Gegenhang hineingefahren, aber das hat er ganz gut, ganz ordentlich noch gelöst, indem man den Ski nicht zu hart auf die Kante gesetzt hat. Aber über 8 Zehntel, das ist schon ein Pfund. Kriechmeier, Voigt, Kilde, Swindal, Bennett, das sind die ersten 5. Nur diese 5 innerhalb von einer Sekunde. So, jetzt merkt er das. Jetzt tut der ganze Körper weh. Ski ganz kurz verschlagen. Nochmal. Sie sehen es, das ist nicht so ganz hundertprozentig der Kawietzel, der hier vielleicht noch mal ein bisschen tiefer möglicherweise in die Hocke gehen könnte, wenn er nicht so Schmerzen hätte. Weiter Satz von Kawietzel. 600 Sekunden aufgeholt. Kawietzel kämpft, er nimmt alles in Kauf heute für dieses Rennen. Auch hier etwas später mit dem Schwungansatz. Das war nicht ganz ideal und deswegen bleibt er auf Rang 6. Und er ist komplett durch. Volz auf 2, Kawietzel auf 6, Roulin auf 8. Die ersten 6 kommen heute zur Siegerehrung. Da ist er momentan mit dabei. Er hat alles gezeigt, was er momentan drin hat. Schauen Sie, wie er beißt, wie er auf die Zähne beißt, der Mauro Kawietzel. Und genau so muss es Pepi Förstl jetzt auch machen, der gar nicht so schlecht zurechtgekommen ist im Training. Schafft er heute eine persönliche Weltcup-Premiere? Das ist zunächst einmal sein Ziel, hat er gestern gesagt und gelacht. Er hat noch nie Weltcup-Punkte geholt in Wengen. Nicht sehr weit bei Förstl. Aufpassen hier, da ist der Rückstand doch schon relativ groß. Sie haben die Anfahrtgeschwindigkeit gesehen, oben am Mundschopf. Nicht allzu hoch. Was passiert jetzt hier? 105, das ist okay, angerutscht. Leicht angerutscht. Das mit einer relativ langen Rutschphase, da sind dann noch mal 3 Zehntel, fast 4 obendrauf gekommen bei Pepi Förstl. Was braucht er für die ersten 10? Da braucht er einen Rückstand unter 1,3 Sekunden. Und das ist ja hier dieser Abschnitt eigentlich gar nicht sein Ding. Da darf er nicht fahren, da ist das Rutschkommando unterwegs. Da darf er nicht hin in diesen rausgerutschten Schnee. Schade, schade, schade. Und das passiert dann, wenn man da lang fährt. Keine Chance, die Top 10 zu attackieren. Pepi Förstl, Jans Rüth als 16. momentan 2,11 Sekunden zurück. War das sogar nicht so schlecht gefahren. Also gut gefahren unten. Aber insgesamt zu viele Fehler gemacht. Deswegen ist es momentan der 17. Platz. Und er wird wieder zittern müssen. Um sein kleinstes persönliches Ziel hier zu erreichen, nämlich Weltcup-Punkte zu holen. In Wengen. Blick auf den Zwischenstand. Kriechmeier, Voigt, Kilde, die sich ein richtig dramatisches Rennen da geliefert haben. Dann Swindal, der Altmeister, der Olympiasieger und Bennett. Kawietzel noch dabei als 6. Diese 6 alle innerhalb von einer Sekunde. Der Klassiker ist seinem Ruf gerecht geworden. Maria und Julia, bitte.
Ja, das macht großen Spaß. Und bei uns ist Axel Lund Swindal, der war lange auf einem Stockerplatz auf Rang 3, ist dann leider vom Kollegen runtergeschoben worden. Aber Sie wirken trotzdem ganz zufrieden heute, oder? Weil es einfach ein gutes Rennen ist? Ja, ich bin, also war nicht perfekt, aber ich bin ganz gut gefahren. Und wenn es ein Teamkollege ist, was dann vor mir kommt, dann... Also, Top 3 wäre besser, aber es ist auch nicht so schlecht, dass es passt. Wenn einer vorfährt, dann wenigstens der Teamkollege, oder? Wie haben Sie seine Fahrt denn gesehen? Es waren ein paar Sachen, was, also oben war sehr gut. Mittelteil, speziell langen Dreier, habe ich eine Kurve ein bisschen verpasst, also zu spät angefangen und dann weit weg von den Stangen. Unten wieder okay, aber dann im Ziel, Paris als Nummer 1, ich bin Nummer 3 hineingekommen, war 7-8 Zehntel voraus, dann habe ich mir gedacht, das kann vielleicht schwierig sein zum Schlagen, aber dann ist Voigt gleich gekommen und dann hat man gesehen, dass es war schon möglich, schneller zu fahren. Das war dann wirklich ganz eng. Maria, vielleicht können wir uns den Sprung auch nochmal anschauen, weil ich glaube, da mussten Sie so zweimal ansetzen. Was war da genau oben los? Ja, meinst du, das ist Hundschopf wahrscheinlich, ja? Genau, beim Hundschopf, wenn uns die Kollegen nochmal einspielen können. Und dann habe ich ihn nochmal erwischt. Aufgesetzt. Genau, das war ein bisschen blöd. Aber man weiß nie, weil gestern im Kombi war es plötzlich schneller. Und dann hat man gesehen, wie die Leute plötzlich viel zu weit springen. Ja. So, ich denke immer, also ich lieber zu kurz als zu weit springen. So, ich habe ihm viel gedrückt, aber es war leider ein bisschen zu viel. Okay. Schaut ein bisschen komisch aus, aber ja, passt schon. Maria, wir sprechen nachher über die anderen noch, aber es geht jetzt weiter mit Bernd Schmelzer. Deshalb gehen wir schnell hoch. Ja, wir hören den Axel natürlich sehr gerne zu, aber das Rennen geht weiter und Mathieu Bellet ist schon unterwegs, der Franzose, zum ersten Mal hier. Ein Wengen-Rookie sozusagen. Sprünge in der Tat deutlich kürzer als gestern bei der Kombinationsabfahrt. Ist der ein oder andere mal mächtig erschrocken, als es doch um die 50, 60 Meter dabei ging. Heute sind sie so zwischen 30 und 35 Meter. Ja, Tempo fehlt ihm. Mathieu Bellet aus Nizza. Bisschen Pech gehabt im Training. Einmal wurde er abgewinkt. Hier sehen Sie die Probleme, die er hat. Ist doch deutlich aufstaubt. Sturz zuvor bei Bellet, dann musste er das quasi auf zweimal fahren. Also auch nicht so ganz ideal. Geht es hier drum, Rennkilometer zu sammeln. Das ist genau seins, um sich nicht zu verletzen. Mathieu Bellet. Adieu, Mathieu. Aber das wollen wir natürlich nicht sehen. Was ist ihm denn passiert, dem Mathieu? Mon Dieu. Hoffentlich hat er sich jetzt nicht verletzt. Achtung hier, Anfahrt, Ziel ist, er fährt sehr weit nach außen, hat das komplett unterschätzt. Da ist ja so eine kleine Abrisskante, da hätte sich in Fahrtrichtung ein bisschen mehr nach links orientieren müssen. Der Erste, der diesen Fehler da macht, alter Schwede, hätte man gesagt, wenn er nicht ein Franzose wäre, Mathieu Bellet. Aber es ist ihm hoffentlich nichts passiert da unten. Ich glaube, ich ein bisschen mehr geärgert, war erschrocken. Ob der Tatsache, dass er da plötzlich kurz vor dem Ziel im Netz liegt. Das ist Johannes Kröll. Und der hat eine gute Zwischenzeit oben. Wir wollen ganz kurz trotzdem Beat Voigt hören. Ja, so sieht's aus. Er steht bei uns. Und es ist immer ganz interessant, wie zufrieden oder nicht zufrieden die Fahrer sind. Axel Lund Swindal hat gerade gesagt, er war ganz zufrieden. Sie sind nur ganz knapp geschlagen worden, sind auf jeden Fall auf dem Stockerl, haben halt das Triple verpasst. Sie hätten zum dritten Mal hier in Wengen gewinnen können. Aber ich denke, es ist trotzdem ein tolles Ergebnis. Aber Sie wissen, dass mehr drin gewesen wäre? Ja, das Feeling unterwegs, das ganze Gefühl war sicher nicht ganz einwandfrei. Deshalb, ja, ich glaube, der Sieg wäre heute möglich gewesen, aber... War das von Anfang bis Ende so, dieses Gefühl, oder gab es eine Stelle, wo Sie gesagt haben, da habe ich es hergeschenkt?
Es gab schon eher so ein, zwei Stellen unterwegs. Also alles schlecht will ich ja nicht reden, wenn ich Zweiter bleiben sollte. Es war wirklich so eher Minchkante Brückliess, wo ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe. Aber ja, der Rest war eigentlich sehr gut. Und der Vince Kriechmeier, weiß man auch, dass er ein sehr guter Skifahrer ist. Und ich glaube auch, dass er unter uns Speedfahrer eigentlich der beste Techniker ist. Und das hat er heute auch gezeigt. Eben bei 14 Hundertstel nur Rückstand, da ist es wirklich nur ein Wimpernschlag bis zum Sieg gewesen, Maria. Das war schon richtig spannend, oder? Ich glaube, aber zumindest war es am lautesten natürlich, als Sie gefahren sind hier unten. Wir haben das direkt vor den Zuschauern angeschaut. Eine irre Kulisse. Ja, es war wirklich wahnsinnig spannend und es ist immer natürlich beim Heimrennen toll, auf dem Podium zu stehen. Und noch dazu, wenn man eben die Form hat, dass man sagen kann, okay, mit einer nicht so perfekten Fahrt trotzdem ganz vorne zu sein. Wir haben hier auch nochmal ein paar Zuspiele. Genau, der untere Teil ist das. Dann auf der anderen Seite natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man auch nicht jedes Mal die Chance hat, gewinnen zu können. Heute wäre die Chance sicher da gewesen und nur 1400 Rückstand. Wenn man dann auch genau weiß, wo die liegen, dann kann man sich schon ein bisschen ärgern. Aber am Ende des Tages doch positives Fazit, denke ich, beim Heimrennen hier auf dem Podium zu stehen. Eben, und man kann ja diese Atmosphäre dann noch bei der Siegerehrung heute Abend aufsaugen. Wie sehr freuen Sie sich drauf? Ja klar, ich glaube, das ist immer ein Riesenhighlight, wenn man auf dem Dorfplatz wieder einlaufen darf, auf die Tribüne hoch und aufs Podest steigen. Ja, die Maria kennt ja das gut genug, eigentlich ihr Heimrennen in Garmisch und dann aufs Podest zu steigen. Ich glaube, viel etwas Schöneres im Rennsport zu erleben gibt es nicht. Und es ist ja immer so der Auftakt der Klassiker. Nächste Woche Kitzbühel, kennt Maria auch ganz gut. Ist das, wenn man dann so knapp dahinter ist, nochmal richtig Motivation, dann beim nächsten Klassiker anzugreifen? Ja klar, vor allem in Kitzbühel stehe ich noch nicht vor dem Triple, sondern ich versuche eigentlich seit Jahren mal den Sieg zu landen. Also ich werde nicht aufgeben, ich werde auch nächste Woche wieder voll angreifen. Auch schon ein paar Mal ganz schnell unterwegs gewesen dort. Aber da ist es halt auch oft ganz eng. Aber dann alles Gute dafür weiter und jetzt gehen wir wieder hoch zu Bernd Schmelzer. Wir haben Adrian Smiset-Seyerstedt oben im Starthaus. Rennen unterbrochen. Kröll, den Sie gesehen haben, abgewinkt, durfte nicht fertig fahren, weil Belé da unten ja noch im Ziel es lag. Sehr gemütliche Atmosphäre. Es gibt mal so ein Fondue auch, eine Art Eisfondue. Hier die Zuschauer. So kleinen tragbaren Fondue und Raclette-Geräten unterwegs als Selbstversorger in der Nähe des Hundschopf. Und Kriechmeier, den wir immer noch mal zeigen, während Seyerstedt oben auf seinen Auftritt wartet, scheint hier der Sieger zu sein. Ganz, ganz knapp vor Voits. Auch wie sympathisch der Schweizer ist, das haben Sie ja gerade sehr schön sehen können im Interview. Unten ein fairer, man will ja nicht sagen Verlierer, ein fairer Zweiter bei einem der schwersten Rennen der Welt. Kriechmeier unten sicherlich mit der stärksten Vorstellung, die wir von allen gesehen haben. Da hat er das entscheidende Ausrufezeichen, die Sekundenbruchteile geholt. Kilde auf drei. Er wird immer stärker. Und Seyerstedt ist auch erst 24, auch schon Siebter in dieser Saison. Und das in Bormio. Super-G ist eine etwas stärkere Disziplin. Auch ein Wilder. Sehr weite Linie. Glück gehabt, dass er mir nicht dagegen das Netz geknattert ist. Oben der Adrian Smiset-Seyerstedt, das hätte ja wieder hineingepasst in seine Vita der Crashes. Oh, das hat er ganz gut gemacht. Hier. Schön bewegt, das hat also sehr geschmeidig ausgesehen bei Seyerstedt. Zuvor nicht unbedingt immer. Wie gesagt, das Gleiten. Bin ihm schon mal kurz angehoben. Jetzt macht er mir den Seyerstedt. Ich hab's fast verschrien.
Also schon der Fehler kurz zuvor und dann knallt er an einer Stelle, an der überhaupt kein Läufer. Hier der erste Fehler. Innenski angehoben, warum auch immer, weil er ein bisschen tief war vom Körperschwerpunkt. Und dann nadelt er in dieses Tor hinein, in diesen langgezogenen Linksschwung, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also, Freund, das ist keine... Das ist kein James-Bond-Film, wo man das wegreißen muss, sondern das ist eine normale Abfahrt. Bisschen Platz lassen, dann kommt man auch nochmal außen vorbei. Aber er versucht es halt einfach zu häufig auf der Diritissima. Nächster Versuch, nächste Woche Kitzbühel und dann die Woche drauf in Garmisch-Partenkirchen. So, das war's von mir, liebe Zuschauer. Jetzt gehen wir nochmal runter ins Ziel. Julia, Maria und Peppi Ferstl.